Hola, Senoritas. Moment, wer ist das denn? Es wird doch wohl nicht Alice sein. Alice, bist du zurück aus dem Urlaub, ja? Geht's dir gut? Alice? Der Blick ist ein bisschen glasig. Nee, glasig, so rum. Auf jeden Fall ist Alice wieder da, das ist doch schön. Sie hat ein cooles Outfit an und heute können wir endlich weitermachen. Ja, ich habe das andere Projekt abgeschlossen und deswegen ist jetzt auch wieder Zeit für Alice Madness Returns. Immer um 16 Uhr. Zumindest bis es zu Ende ist, ne? Danach macht's ja keinen Sinn mehr. So, wir sind hier an bekannter alter Stelle. Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Es könnte jetzt auch schon auf halber Monat wird's jetzt gewesen sein, oder? Also höchste Zeit auch mal weiterzumachen. Ich weiß gar nicht, was uns so erwartet. Und ich muss jetzt gleich auch mal in die Kämpfe reingucken, weil ich habe, glaube ich, alles vergessen. Die ganzen Tastenkombinationen und. Da müssen wir mal abwarten. Oh, das Outfit ist aber sehr gewagt, ne, Alice? Da, ja, das ist schon sehr aufreizend, meine Dame. Was da wohl deine Mutter zu sagt? Achso, deine Mutter ist ja leider verbrannt. Gut, dann wird die dazu wohl nichts mehr sagen. Okay, ja, siehst du, da hilft dir auch dein aufreizendes Outfit nicht mehr. Gut, das war ziemlich doof. Ja, mein Gott, passiert halt. Jetzt muss ich mal gucken, kommen wir dahin, wo ich noch hin möchte? Los, 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 los! Ja, das passt doch alles. Ich muss ja die Qualle unten erwischen. Ja, diesmal passt das auch. Boah, das ist immer knapp, ey. Ich weiß gar nicht, was sie da macht. Nein, ach Mann. Du blöde Qualle, ja? Was bist denn du für ein Freund? Gut, es läuft ja mal wieder richtig, richtig gut hier. Man sieht richtig, wie viel ich trainiert habe in letzter Zeit. Ja, für Alice Madness Returns. Ich habe ganze Alice Madness Returns Turniere gespielt. Nicht. Na, wie wär's, wenn du mal wieder hochgehst? Bist du schon ganz oben? Jetzt bist du ganz oben, ne? Alter, du wirst dich doch total flachsen, oder? Es gibt hier noch einen anderen Weg, glaube ich. Den werden wir jetzt mal gehen. Ich glaube, hier kann ich nämlich auch lang gehen dafür. Ja, guck mal an, das ist irgendwie leichter. Nichts riskieren, nichts riskieren hier. Ist hier noch irgendwas? Können wir uns schrumpfen? Ne, hier können wir uns nicht schrumpfen. Los, du blöde Qualle, geh runter. Obwohl, die sieht extrem geil aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich so angezogen, da mal oben drauf zu springen. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Ist da was? Habe ich jetzt das übersehen? Ah, da ist ein Korb. Da kommen wir jetzt nicht ran. Na, das ist blöd. Aber ich gehe jetzt bestimmt nicht nochmal den Weg. Ich lasse den jetzt. Für die paar Zähne tun wir uns das nicht nochmal an. Das... Da habe ich überhaupt keinen Nerv zu. So. Jetzt ist es raus. Interessant. Flammentür im Meer, ja? Wie sieht denn das von der anderen Seite aus? Das ist auch eine Flammentür. Kann ich von der anderen Seite reingehen? Ach, schade. Ich wollte es mal andersrum versuchen. Ab zu Lidl. In der Nacht des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit Dinah nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich? So, so, wir scheinen uns also ein paar Vorwürfe zu machen. Es ist jetzt natürlich auch die Frage, sind das die Vorwürfe, die uns alle eingeredet haben? Dadurch, dass sie uns, ja, so mental fertig gemacht haben? Man weiß es nicht. Was ist das denn für eine? Das sieht aus wie eine... Ich würde vermuten, das ist eine Trampolinquelle, ja? Haben wir hier noch irgendwas? Haus und Schlüssel. Gucken wir uns mal um. Ja, hier ist nix. Vielleicht auf der anderen Seite noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Nee, da ist auch nichts. Ich glaube, da hinten ist eine Erinnerung. Die werde ich mir holen. Ich werde es zumindest versuchen. Ich werde mein Bestes geben. Ja, da ist nix. Los, vorbei! Vorbei! Was ist das denn für einer? Neue Gegner? Wie sehe ich den nochmal an? Ach, Feststelltaste war das, ne? Wo ist er?
Hallo? Nee, das war hier. So. Doch, irgendwie hier. Nee, hä? Wo ist er? Ich krieg den auch nicht ins Bild, ne? Boah, was ist denn das für ein Sack, ey? Jetzt kämpfen wir schon gegen Geister. Ist ja herzallerliebst. Ich hab Angst vor dem. Los, zeig dich. Ja, so. Und drupp da. Bam, bam. Ah, die sind nicht ungefährlich, denke ich. Wo ist er hin? Wo bist du? Hä? Ach, da. Jetzt ist er da gleich sichtbar. Jetzt, jetzt, jetzt. Schieß, schieß, schieß. Ja, komm. Hau ihn um. Interessante Viecher auf jeden Fall. Was passiert denn jetzt mit dir? Okay. Der Geist hat die körperliche Hülle verlassen. Elvis hat das Gebäude verlassen, sozusagen. Was passiert denn hier? Was haben wir hier vor allem alles noch? Da will ich hin. Ah, I see, I see. Ist unsichtbare. Ja, komm, komm. Knapp. Alter Schwede. Ich bin echt nicht mehr drin in dem Spiel. Also ich habe es ja gerade schon gemerkt. Allein das Gegner anvisieren, das war ja schon kaum möglich hier. Nehmen wir hier mal kurz das Messerchen. Das sind ja Meeresfrüchte, ne? Brauchen wir spezielles Es geht wieder richtig los hier, ne? Es ist nicht zu fassen. Freut mich, dass du meine Meereswesen magst, Alice. Ein Fotograf imitiert die Dinge. Ein großer Maler fängt echte Ähnlichkeit ein. Dem Amateur hilft die Kamera dabei. Was soll uns das jetzt sagen? Dass du ein blutiger Amateur bist, oder was? Ist das immer ein bisschen am Leuchten? Ach, guck an, theoretisch kannst du es sogar immer so ein bisschen sehen. Es gibt immer wieder neue Sachen, die du hier dazu lernst. Das ist total krass. Also immer noch eins der stimmungsvollsten Spiele, finde ich. Es ist ja nicht so Mainstream. Finde ich zumindest. Es ist halt wieder mal was ganz anderes. Was passiert? Ah, guck mal an. Hier, Sniper. Bam, 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 bam. So. Fährt das wieder runter, wenn ich jetzt runtergehe? Was passiert denn da jetzt? Ach, die wackeln nur, okay. Das ist erträglich, damit können wir leben. So, und hier gibt's Heilung. Haben wir irgendwas verloren? Ach komm, kann nicht schaden. Ach tatsächlich, eine Rose. Die roten Rosen. Was haben wir denn hier noch? Was ist das für ein? Ist das auch eine gute? Ist auch eine gute. Bist du gute. Wo führt uns das hin? Wo müssen wir denn hin? Da ist eine Schweineschnauze. Das scheint optional zu sein. Alter. Boah, man sieht es nicht mehr. Das ist manchmal echt krass. Da ist einer. Das ist jetzt tricky. Ich sehe nichts. Ich habe nichts mehr gesehen. Das war blöd. Ah, da machst du auch nichts, ne? Wenn du es nichts siehst. Das ist ein bisschen auf Verdacht. Bisschen auf Verdacht springen geht noch, aber dann ist auch Ende. Diesmal werde ich vorm Abspringen nochmal ein bisschen scouten, sag ich mal. Da ist es, da ist es. Das schaffen wir. Ja. Ja. Oh. Achso, ich wollte schon sagen, das kann es ja nicht gewesen sein. Wackelt das? Nee, das ist fest. Boah, Hilfe. Das war nicht leicht. Wundert mich eigentlich, dass hier keine Gegner sind. Hier ist eine Schweineschnauze. Nee, ach, hier ist der Korb nachher, okay. Hier kriege ich nachher meinen Korb. Dabei habe ich doch gar nicht mehr angebaggert. Hm. Egal. Hauptsache ein Korb. Da ist er. Da ist er. Du Schwein. Halt die Schnauze. Alter, warum wackelt die so? Was ist da los? Alice, bist du auf dem Trip oder was? Mein Gott. Da ist der Korb. Ich dachte, der liegt da vorne. Was ist das denn hier schon wieder? Alice, du hast wieder den neuesten Trip. Kein Tripper, du hast einen Trip.
Gehst du mal bis vor, danke. Ja. Ja, der Korb war doch easy zu mitnehmen. Los, mach ihn auf! Wie viele Zähne brauchen wir denn für eine Aufwertung? Das würde mich mal brennend interessieren. Pferdchen 500, Warpal-Klinge 800. Oh, das ist alles so mega teuer. Ja, Inflation im Wunderland. Das hat früher alles nur eine Mark gekostet. Nee, also keine Ahnung. Ich kenne ja die Wechselkurse im Wunderland nicht, ja? Da möchte ich jetzt ja... Na... Ach, scheiße. Verdammt. Nein, das war früher bestimmt auch alles mal günstiger, bevor hier alle total am Rad gedreht haben. Es ist ja schon nicht mehr lustig, wie durchgeknallt die alle sind. Wir haben ja alle den Schuss nicht gehört hier. Los, wie komme ich jetzt zurück? Hallo? Achso, das war jetzt mein Moment. Den habe ich jetzt leider verpasst. Deswegen müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Ah, los, ich sehe sonst nix. Ja. Das passt. So, dann da drauf. Jetzt muss ich mich wieder beeilen. Nein, nein, nein. Los. Da, irgendwo da. Puh. Glück gehabt. Ja, das so lange Ding kann man kaum übersehen. Ist ja meistens so im Leben, ne? Ah, da vorne ist wieder so ein Eingang. Mittlerweile weiß ich, wie die aussehen. Man ist so ein bisschen geschult nach einer Zeit. Ja, wir sind ja hier voll Profi. Was ist das denn? Alte Koffer? Kann ich die mit dem... Ah, krass. Okay, gut zu wissen. Da ist er schon wieder. Du kleines Dreckvieh, du. Ich hasse dich. Dieser Hammer, der sieht so mega geil aus. Man könnte auch sagen, der sieht einfach Hammer aus, ja? Ich liebe schlechte Witze, nur mal so nebenbei. Also daran müsst ihr euch echt gewöhnen, wenn ihr dieses Let's Play schaut. Oh, guck mal an, hier ist ein richtig schöner Raum. Bam! Aber hier sind bestimmt noch wieder diese Viecher drin. Da ist eins drin. Doch nicht. Okay. Ein Raum ohne Gegner, nur mit Zeug für mich. Das ist ja schon sehr verdächtig, meine Freunde. Sehr verdächtig. Wenn die so läuft, denke ich immer, die hat so eine Kurzhaarfrisur. Sieht eigentlich ganz interessant aus, aber hat sie dann doch nicht. Die Haare haben sie nicht verändert, aber sie hat einen leuchtenden Schwanz, ja? Nichts übersehen. Oh, oh, ein paar Zähne. Nehmen wir mal alle mit. Los, geht's zu. Dahinter ist nichts mehr, oder? Nö, okay. Wollte ich nur nachgeschaut haben. Das Auge ist so geil von dieser Muschel. Also, ich weiß nicht, was sie geraucht haben, als sie das Spiel entwickelt haben, aber sie haben definitiv das Richtige geraucht. Das muss man doch mal sagen. Denn es ist einfach hammer gut geworden. Kann ich die abschießen? Nö, das nützt mir nichts. Oh, die Katze ist wieder da. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Also, die Katze, ich weiß nicht. Die Katze geht mir so auf die Eier. Die erzählt ja wirklich nur Bullshit, oder? Das ist doch nicht mehr normal, ey. Was ist das hier? Kann ich das nicht kaputt machen? Das ist eine Lampe, okay. Das ist auch eine Lampe. Was gibt es denn hier? Oh, was ist das denn für einer? Hallo? Mein Freund. Ach, guck mal, der hat eine Brille auf. Ein Monokel. Like a Sir, ja. Ich begrüße Sie, mein Herr. Mit dem kann ich ja nichts machen, oder? Mit dem kann ich nicht mal reden. Ja, hier, wir werden doch jetzt bestimmt gleich direkt in die nächste Action reingeworfen. Was haben wir denn hier Feines? Ja, wir machen erstmal die Stadt kaputt. Das ist vernünftig. Hier klingt's nach einer Schweineschnauze. Oder ist die oben? Boah, es sind überall Augen, die einen angucken. Das ist total unheimlich. Ich bin mir nicht sicher, wo ich weitergehen muss. Haben wir hier irgendeinen Hinweis?